Bernhard Häusler. Ich habe mal gegoogelt, was finde ich unter Speaker. Und dann steht Lautsprecher mit bis zu 8 Wochen Rückgaberecht. Oder Vorsitzender des britischen Unterhauses. Kann sich jeder an das Oder erinnern. Was machst du wirklich? Also ein Speaker ist hochgestochen. Ich tue einfach unter anderem auch, bin ich an Anlässen. Und das können Jubiläen sein, das können Menschen mit Gehör sein, das ist alles Mögliche. Und das ist einfach ein Teil von dem, was wir machen in dieser kleinen Agentur, die wir gegründet haben nach dem FCB. Redest denn du vor allem über Fußball? Nein, also vor allem nicht über den FCB, sondern weil das einfach Vergangenheit ist. Und ich glaube, wir interessieren uns im Leben, eigentlich sollten wir uns nie für die Vergangenheit interessieren, sondern es sind Erkenntnisse, die ich aus dieser Zeit zog, aus dieser verrückten Zeit, aus dieser hysterischen Welt, die auf Profifußball umgeht. Aber eigentlich immer ein bisschen probiere ich Brücke zu schlagen zwischen dem, was wir im täglichen Leben oder auch im Berufsleben erleben, und das, was wir im Stadion sehen. Und Stadion oder überhaupt die Welt, die Scheinwerferwelt vom Fußball, bietet sich eigentlich extrem gut an, um dem einen oder anderen Manager mal oder einer Managerin das zu zeigen, dass es eigentlich im Büro oder auf der Baustelle sehr ähnlich ist, aber man es vielleicht nicht so offensichtlich sieht. Gut, nach einem Match weiss ich, es ist 3-2. Am Ende des Tages weiss ich, aber nicht, ist 3-2. Also bei mir selber habe ich jetzt gewonnen oder verloren. Das ist vielleicht ein Unterschied. Du hast immer klare Resultate. Das stimmt. Der große Unterschied vielleicht zur Privatwirtschaft ist die Momentanaufnahme immer oder überhaupt zu unserem Leben. Es ist Wochenende für Wochenende wird ein Resultat geliefert. Und es gibt 2 Sorten von Experten. Es gibt die Experten, die vorher die Verantwortung haben müssen, wie die Mannschaft spielt, wie man sich aufstellt, wie man auch sicherheitsmässig aufgestellt ist. Und dann gibt es die Experten nachher. Das ist ein bisschen wie, Entschuldigung, nochmal die Brücke zu Corona. Dann gibt es die Experten, die noch wissen, wie es besser gewesen wäre. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, von dem lebt der Fußball extrem auch. Und das ist, wenn man in der Verantwortung steht, amig schwierig, weil man genau weiß, ich habe diese Woche genau gleich gut oder schlecht geschafft wie letzte. Genau. Ich habe auch ab und zu Leute mit mir mitgenommen zum Spiel auf unserer Geschäftsstelle, um ihnen auch vor Augen zu führen. Alles, was wir machen, ist nur Rahmenbedingungen zu schaffen für die 11 hier unten. Und wenn die 11 können gut funktionieren, dann haben wir einen guten Job gemacht. Wie viel FCB ist jetzt eigentlich noch in Bernhard Häusler? Ja, in Bernhard Häusler, das klingt ein bisschen pathetisch, aber seit ich eigentlich lesen kann, ist halt FCB in mir drin. Und so sind meine Eltern mit mir zusammengesessen und haben gesagt, was machen wir mit dir? Und dann habe ich gesagt, ich könnte ja das Carlin ohne Goalie singen. Und dann habe ich das gesungen und von dem Moment habe ich gemerkt, du kannst Menschen unglaublich unterhalten ohne Talent, wenn es um einen FCB geht. Darf ich die Frage vielleicht noch mal schnell aufgreifen, weil es ist jetzt nur um den FCB gegangen. Ich habe mir eben gedacht, wie viel Fußball ist noch in Bernhard Häusler? Wie konsumierst du heute Fußball? Kannst du Salzstängel, Bier, Viersindere zurücklehnen und sagen, ja, yeah, cool, schau mal, oh, schönes Goal gewesen, oder ist das? Das ist eine spannende Frage, ja. Also, das eine ist, ich bin pensioniert worden in dieser Funktion, die ich hatte. Aber ich bin nicht pensioniert worden in der Liebe zu diesem Sport oder auch in der Liebe zu diesem Club. Ich bin auch nicht in diese Rollen hineingekommen. Ich glaube, was mir extrem geholfen hat im Nachhinein, ist, dass ich auch so aufhören konnte, dass es für mich irgendwie gestimmt hat. Also, ich wollte nie einen verbitterten Ex-Präsi werden. So einer, der so dort sitzt und hofft, dass es nicht gut kommt nach ihm. Oder findet, ich habe nie die Wertschätzung gekriegt, die ich bekommen habe. Ja, es haben viele, und zwar nicht nur Ex-Präsident, sondern Ex-Unternehmer, Familienunternehmer, wenn sie dem Sohn oder der Tochter das Geschäft übergeben. Dann sitzen sie leicht verbittert. Aber juckt die manchmal nicht in den Finger und denkst, das hätte man so machen können. Und das ist wichtig, dass man halt, und das ist auch vielleicht einer von diesen Roten, die ich an diesen Referaten gebe, ist, auch mal den Mut hat zu sagen, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, jetzt braucht es wieder mal etwas Neues, jetzt braucht es mal wieder neue Emotionen, neue Reize. Und das ist eigentlich die Hauptüberlegung gewesen, und die wäre ich selber wäre ich nie auf die Idee gekommen. Da haben wir schon sehr geholfen, dass Leute um mich herum waren, die mir knallhart die Worte ins Gesicht gesagt haben. Hast du auch gelernt, mit Misserfolg umzugehen? Mit Misserfolg gibt es unendlich. Die Frage ist überhaupt, was ist ein Misserfolg? Ich sage immer, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg ist nichts zu probieren. Du hast vorher das Team erwähnt. Was ist für dich ein gutes Team? Ja, das eine ist, habe ich schon erwähnt, ist sicher ein gutes Team, ist auf Führungsebene Menschen, die sich gegenseitig ehrlich gegenüberstehen, wo man Vertrauen zueinander hat und dann natürlich
finde ich, wenn man selber in der Verantwortung ist, ein Team zusammenstellen, muss man den Mut haben, Verschiedenheiten zu akzeptieren, Verschiedenheiten auch als Chancen anzuschauen, Diversität der Menschen. Und wir haben das grosse Glück gehabt im FCB, dass wir eine Phase hatten, wo wir immer wieder haben können Team bilden konnten, die unglaublich gut sich ergänzt haben. Du bist ja nicht nur eben im Fußball und der Wirtschaft tätig, sondern bist auch Präsident von der Stiftung für kranke Kinder in Basel. Kannst du uns etwas darüber sagen? Ja, das ist eine Stiftung, die eigentlich nicht gross in der Öffentlichkeit auftritt. Wir sind eine Stiftung, die entstanden ist. Das war noch vom Grossvater, wo das Kinderspital verstaatlicht worden ist. Und wir tun eigentlich Kinder unterstützen und Familien, die betroffen sind von Kindern, die krank sind, die Krankheiten haben oder Operationen brauchen, die eben nicht von der Krankenkasse gezahlt werden können. Also die letzte Frage. Du hast ja zwei erwachsene Kinder. Was hast du ihnen mitgegeben aufs Leben? Hast du ihnen überhaupt etwas mitgegeben? Das ist ja einfach noch gut. Ja, eben. Ich finde es immer spannend, wie viel gibst du mit und wie viel... Ich finde es eigentlich kriegen sie mit, ja. Das Prägen, das... Vermutlich prägt man durch sein eigenes Verhalten seine Kinder schon genug und dann sollte man zumindest nicht zu viel dozieren. Und was ihnen, das Gleiche, was ich ihnen möchte mitgeben, was ich auch so ein bisschen probiert habe mitzunehmen, ist eben, gehen euren Weg und haben Respekt gegenüber euren Mitmenschen, dass es eben, dass euch nicht einmal in einer so einer Situation, wo jedem passieren kann, wo man gut kann sagen, ja, mir ist etwas anderes passiert, aber warum habe ich nicht so reagiert? Vielleicht eben, weil man das Fundament hat, wo man sich noch an irgendetwas festheben kann, wenn einem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Und das wissen wir ja alle nicht. Am liebsten möchtest du deine Kinder in Watte packen und durchs Leben führen. Das wäre der grösste Fehler. Sie werden auch ihre schweren Momente erleben und das müssen sie ja selber entwickeln. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Dankeschön. Bernhard Häusler.